Es ist ihr erster großer Job. Anna-Maria Szymanski aus Flensburg ist im neuen Musikvideo von Mandy Capristo. Also es ist einfach unbeschreiblich. Es ist ein total schönes Gefühl, dass ich da dabei sein kann. So. Köln, Studio Schanz, Ende Februar. Hier performt die 30-jährige Sängerin im kleinsten Kreis und unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen zusammen mit drei Models für ihre neue Single Genug vor der Kamera. Wenn du wieder nach mehr suchst, dich aber schwer tust, hör mir zu, du bist genug. Mit dabei Anna-Maria, die erste gehörlose Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Ja, also nach der Ausstrahlung, also im Vergleich zu vorher, habe ich jetzt einfach viele Nachrichten bekommen. Wenn ich auf der Straße bin, werde ich erkannt irgendwie, kommen mir Fans entgegen. Also meine Welt hat sich tatsächlich völlig verändert. Ich bin wie in einer neuen Welt. So, ja, hätte ich mir nicht so vorgestellt. Anna-Maria ist seit ihrer Geburt gehörlos. Vor 13 Jahren lässt sie sich zwar ein sogenanntes Cochlea-Implantat einsetzen. Trotzdem kann sie nur einen Bruchteil ihrer Umwelt hören. Längst nicht die einzige Herausforderung. Ja, in der Corona-Zeit ist es natürlich schwierig mit den Masken. Ne? So, also ich bin es auch gewohnt, vom Mund abzusehen, von den Lippen abzusehen. Und wenn die Maske darüber ist, kann ich das natürlich nicht machen. Das ist auf jeden Fall schon ein großes Problem für mich, eine große Herausforderung. Daher läuft auch die Kommunikation bei den Dreharbeiten in Köln ausschließlich über eine Dolmetscherin, die Anna-Maria nicht von der Seite weicht und ihr die Anweisungen weitergibt. Du ziehst zu. Mit den Klamotten? Ja. Okay. Auch wenn es vertraut aussieht, das Model und die Dolmetscherin lernen sich erst kurz vor Drehstart in Köln kennen. Da ihre Eltern ebenfalls gehörlos sind, übersetzt im Alltag meistens Freund Timo, der für die 20-Jährige in nur 3 Monaten die Gebärdensprache gelernt hat. Ja, na klar, war es für mich erstmal neu alles, auch die Situation. Und ich habe es meinen Eltern erzählt und die haben halt auch erstmal gedacht, so, oh. Der 22-Jährige lernte Anna-Maria vor 2 Jahren über Instagram kennen. Mittlerweile wohnt der angehende Bankkaufmann bei ihr und ihrer Familie. Klingeln sind zwar anders, hier wird es über Blitz vermerkt und über Vibratur oder ein Wecker, aber ich komme damit gut klar und ja, habe von Anfang an mich darauf eingestellt. Auch Mandy Capristo hat keine Zweifel, dass Anna-Maria genau die Richtige für ihr Musikvideo ist. Die Sängerin entdeckt das Nachwuchsmodel zufällig beim Germany's Next Topmodel schauen. Ich war so beeindruckt von ihr, dass ich gesagt habe, wenn ich in irgendeiner Form ihr die nächste Fläche geben kann, dann please come. Wir sind alle ganz, ganz happy, dass sie hier bei uns ist und dass sie das auch so, ja, so natürlich rüberbringt, was natürlich für keinen hier, der vom Spiegel ist, einfach ist. Das Ex-Monrose-Mitglied will mit ihrem neuen Song aber nicht nur in den Charts landen, sondern vor allem auf mentale Gesundheit aufmerksam machen. Es ist schon so, dass es Momente bei mir auch gab, die ein bisschen dunkler waren. Ja? Und ich glaube, so der erste Moment, den man hat, ist: Was mache ich jetzt? Ja? An wen wende ich mich? Das Schlimmste ist einfach, dass man sich in so einem Moment sehr, sehr einsam fühlt. Ihr Ziel: anderen Betroffenen mit einer Live-Coaching-Plattform und einem Podcast helfen. Auch Anna-Maria setzt ihre Reichweite ein, um aufzuklären. Dass ich auch, ne, die Gebärdensprache zeigen kann, dass so viele Menschen auch Interesse an der Gebärdensprache haben, das hat mich natürlich auch sehr froh gemacht, so, dass ich da auch einfach sehr viel weitergeben kann. Wie die Karrieren ihrer ehemaligen Konkurrentinnen weitergehen, das sehen Sie schon am Donnerstagabend bei Germany's Next Topmodel ab 20:15 Uhr hier auf Pro7.